Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Mandy an. Dieser hat über Nivea geschrieben, welches sie mit 4,2 Sternen bewertet hat. Und wie ihre Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Nivea Erfahrungen. Nivea Produkte im Test. Wer kennt nicht das kleine blaue Tigerchen mit der Nivea-Creme und dem unverwechselbaren Duft? Das Traditionsunternehmen ist sich treu geblieben, aber hat dennoch über die Jahre immer wieder für Neuheiten gesorgt. Ich möchte heute etwas über den Nivea-Konzern erzählen, das Sortiment und natürlich auch von meinen persönlichen Nivea-Erfahrungen. Über das Nivea-Unternehmen. Nachdem Dr. Isaac Lifschitz 1911 Eucerin erfunden hatte, stand der damals innovativen Hautpflege nichts mehr im Wege. Der Dermatologe Professor Paul Gersten stellt sie dem Mitbegründer des Unternehmens Dr. Oskar Troplowitz vor. Das ist die Geburtsstunde der ersten handelsüblichen Hautcreme. Der Name hat etwas mit dem Aussehen der Creme zu tun. Übersetzt bedeutet Nivea so viel wie die Schneeweiße. Schon 1914, nur 3 Jahre nach der Einführung, gibt es die Nivea-Creme auf jedem Kontinent. 1924 kommen erstmals spezielle Produkte für den Mann auf den Markt. Rasierseife. Auch kommt in diesem Jahr eine Neuerung im Design, die Creme in der blauen Dose. Wie man weiß, sind sie diesem Konzept bis heute treu geblieben. 1986 erscheint dann die erste komplette Pflegeserie, speziell für Männerhaut. Cremes, Shampoos, Stylingprodukte, Dusch- und Körperpflege, Gesichtspflege und Anti-Aging waren nur vor Männern erhältlich. Unternehmensdaten. Der Hauptsitz liegt in Hamburg. Nivea ist eines der bekanntesten Produkte der Beiersdorf AG. Andere Marken sind zum Beispiel Labello oder Tesafilm, die zu der Gruppe gehören. Macht Nivea Tierversuche? Das offizielle Statement dazu lautet: Tierversuche sind für Kosmetikprodukte in der EU seit 2004 und für alle Inhaltsstoffe dieser Produkte seit 2013 verboten. Beiersdorf hat auch schon lange davor auf Tierversuche verzichtet, wann immer dies möglich war. Wir sind überzeugt, dass Tierversuche an unseren Produkten für den Nachweis von deren Sicherheit und Wirksamkeit nicht erforderlich sind. Nivea Sortiment. Pflege und Kosmetik stehen natürlich im Fokus der Marke. Folgende Kategorien werden abgedeckt. Gesicht. Ob spezielle Hautpflege für das Alter, das Nivea Hyaluronsäure Gesichtsserum, Masken, Waschcremes, Peelings, Reinigungstücher, Antipickelmittel, Micellenwasser oder BB-Creme. Das Sortiment ist weitaus größer als das, was man in den meisten Geschäften sieht. Sonne. Der Sonnenschutz von Nivea ist legendär. Sonnenlotion, Sonnenspray, Sonnencreme, Aftersunpflege, Sonnenöl und vieles mehr. Selbstverständlich gibt es die meisten Produkte mit unterschiedlichen Schutzfaktoren. Maximal ist ein Sonnenschutzfaktor von 50 möglich. Körper. Nivea Body Milk, Handcreme, Deodorant, Seidenmousse, Pflegedusche, Duschgel, Seiden, neuerdings auch Nivea Rasierer, Pflegelotion, Indusch Body Lotion, Intimo und noch viele weitere Produkte. Männer. Für Männer gibt es sämtliche Produkte für, vor und nach der Rasur, wie das Nivea Aftershave Balsam, Rasiererschaum, Aftershave Fluid und mehr. Ansonsten gibt es noch spezielle Deos, Pflegeduschen, Tagespflege, Body Lotion, Shampoo, Styling Creams und Waschgel. Haare. Nivea bietet Shampoo, Conditioner und Stylingprodukte. Für Shampoo, Conditioner und Haarmasken gibt es unterschiedliche Serien. Zum Beispiel Volumen, Energie und Leichtigkeit, Reparatur und Aufbau, Colorschutz und Anti-Spliss. Für das Styling gibt es ein Haarlack, Haarspray, Creamgel, Schaumfestiger und mehr. Nivea Baby. Die Marke hat auch ein ganzes Sortiment für die spezielle Pflege der empfindlichen Babyhaut. Dazu gehören zum Beispiel die Baby-Softcreme, Feuchttücher, spezielle Shampoos, Babypflegecreme, Pflegeöl, das Nivea Baby oder diverse Sonnenschutzmittel extra für das Kind. Ganz neu ist das Nivea Eau de Toilette, ein Duft, der den einzigartigen Geruch des Klassikers versprüht. Wer schon immer diesen frischen, sanften und sauberen Geruch geliebt hat, kann das Eau de Toilette ausschließlich online oder in einem Nivea-Haus erwerben. In Deutschland gibt es jeweils ein Nivea-Haus in Hamburg und in Berlin. Dort kann man sich einer ausführlichen Beratung unterziehen und das komplette Sortiment durchstöbern. Wie bereits gesagt, gibt es dort exklusive Produkte, die man sonst im Handel nicht finden kann. Nivea Review, Nivea Produkte. Irgendetwas von der Marke steht immer bei uns im Haus. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es jemals anders gewesen sei. Die Creme im blauen Döschen ist natürlich eines der Essentials, also eines der Produkte, was immer vorrätig ist. Der Einsatz ist vielfältig, ob für den Körper, für das Gesicht, für die Lippen, die Hände, es passt immer und ist eine sehr reichhaltige Pflege. An den Händen mag ich es nicht so gern, weil es mir dort zu langsam einzieht. Was ich super gerne mache, ist, dass ich eine recht dicke Schicht der Creme vor dem Schlafen auf meine Lippen auftrage und dann über die ganze Nacht einziehen lasse. Am nächsten Tag sind diese herrlich sanft und glatt, die kleinen Risse sind fast verschwunden. Das würde ich allerdings nicht so häufig machen, da sich sonst die Lippen daran gewöhnen und man irgendwann keinen Effekt mehr spürt. Absoluter Liebling sind auch die Reinigungstücher in Sensitive. Ich habe extrem empfindliche Haut bekommen um die Augen herum.
Wenn ich mit anderen Tüchern das Make-up entfernen will, dann brennt es immer für einige Minuten. Bei einigen wenigen hatte ich es sogar, dass es am nächsten Tag leicht geschwollen war. Die Sensitive sind die ersten, bei denen ich keinen Brennen oder Stechen mehr spüre, was super angenehm ist. Wer also auch ebenso empfindliche Augenpartien hat, dem würde ich diese Reinigungstücher wirklich ans Herz legen. Soweit ich weiß, sind diese auch in allen Drogeriemärkten erhältlich. Wovon ich auch schon mehrere Flaschen durch habe, sind die Duschgele und Indash Body Lotions. Bei den Duschgelen wechsle ich immer wieder mal den Geruch oder Duftrichtung. Mein Liebling ist das Frangipani. Ihr solltet unbedingt mal daran riechen. Die Indush Body Lotion ist super wirksam, wenn man extrem faul ist. Nach dem Duschen sich einzucremen ist mir viel zu aufwendig und dann muss man noch so lange warten, bis es eingezogen ist. Das Problem entfällt komplett und man kann sich wie gewohnt abduschen und hat trotzdem das sanfte und gepflegte Gefühl wie nach einer leichten Pflegelotion. Wenn man sich davor noch ordentlich peelt, ist die Haut so glatt wie ein Babyhintern. Ich wurde wirklich noch nicht einmal von der Marke enttäuscht. Darüber hinaus unterstützen sie Nachhaltigkeit, Forschung und sind gegen Tierversuche. Was will man mehr? Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.